Hallo Whisky-Freunde, willkommen zu meinem nächsten Video von Blind Whisky und erlebt, wie ich Whiskys erlebe, erfahre und bewerte. Wie erlebe ich Whiskys? Indem ich sie blind verkoste. Ich weiß also bis auf meine Range nicht, welchen Whisky ich drin habe. Und wie bewerte ich es? Ich versuche einfach nur den Preis zu ermitteln. Ich sage zwar drumherum noch ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel, was könnte der vielleicht für eine Getreidesorte drin sein, ob es ein Crane, Single Malt und andere Dinge, aber das ist nur sekundär. Primär versuche ich nur, den Preis zu ermitteln. So, dann wollen wir mal anfangen. Denn meine Zuschauer werden das ja wahrscheinlich schon alles kennen. Ich werde jetzt nur einfach mal den nächsten Whisky, das ist die 18. 18, 14, 15, 16, 17, 18, was? 18, 18. Whisky. So, da bin ich mal gespannt, was das hier für einer ist. Habe ich auch ein frisches Glas. Ja. So. Gut, so. Und jetzt wollen wir mal gucken. Ja. Rauch. Okay, das ist ein rauchiger Whisky. Der kommt mit einer sehr, sehr deutlichen Rauchnote. Also sehr kräftig, überlagernd. Es ist wirklich ein dieser schwerere, kalte Rauch. Okay. Ja. Dann wollen wir mal schon probieren, weil bis auf Rauch ich da fast nichts spüre. Ja, könnte ein bisschen höhere Prozentzahlen haben. Ich glaube, die Rauchringen sind alle ein bisschen höherprozentig. Kann das sein? Ich glaube, ja. Ja, es ist... jetzt kommt so eine leichte frische Note noch dazu, aber ist sehr kräftig. Also, tja, da wollen wir mal sehen, was das für ein Whisky ist. Rauch. Ach, Rauch. Wenn man jetzt noch Luft holt, unsagbar. Rauch, Rauch, Rauch. Es kommt ein bisschen Süße. So Huber-Buber-Süße oder sowas in der Art. So diese der etwas künstliche Süße. Dann es war beim Abgang, ja. Also das ist ein sehr rauchiger, sehr kräftiger Whisky, wo man richtig den Rauch spürt. Boah, das ist heftig. Also, ich habe ja nichts gegen rauchige Whiskys, aber es gibt rauchige Whiskys, die sind sehr, sehr stark. Und da frage ich mich, übertreibt man es dann nicht ein bisschen? Ich vermute, es könnte Ledeck 10 sein. Jetzt kommt da sogar noch pfeffrig dazu, als ich eben runtergeschluckt habe. Wow. Also das ist ein Whisky nicht für harte, für weiche Männer. Also das ist einer der... Erst wollen wir hier rauchigen Whisky nehmen. Wow. Und jetzt zieht man sich da diese Rauchbombe rein. Also ich könnte mir gut vorstellen, wenn man dazu eine Zigarre raucht, dann ist das bestimmt ein ganz toller Whisky. Aber mein Fall ist es nicht.
Ja, im Mund, wenn man den Rauch ein bisschen wegdrückt, kommt ein bisschen Zitronenmelisse. Also häufig, dass so rauchige, diese Phenole, diese ölige Anteil vorhanden hat. Ich halte auch Rauch für eine gewisse, bis wenn man es richtig einbindet, dann hat Rauch durchaus seine Berechtigung. Aber wenn man nur so eine Rauchbombe im Mund hat, frage ich mich wirklich, muss das jetzt heute sein? Für was kann man denn den Whisky denn nehmen, wenn man mal so einen Scheißtag hat? Ja, dann nimmt man sich mal so einen richtig rauchigen Whisky, so richtig ein, wo man sagt, so, und jetzt, ja, jetzt haue ich mir mal so ein Ding rein und dann ist gut. Also, er ist halt ein Abgang für einen rauchigen, pfeffrig, aber er ist halt nicht wirklich, ja, es ist nicht mein Whisky. Okay, gut, wollen wir es nicht allzu lange machen. Irgendwie ist das nicht mein Whisky, wo ich nicht viel drüber sagen kann. Also, wer könnte es denn sein? Iljasch, Ledeck, einer der beiden, würde ich tippen. Laphroaig 10, ja, Laphroaig 10 hat, glaube ich, mehr Geschmack gehabt. Iljasch war schon ziemlich hart. Also. Ich sage, dieser Whisky wäre ich jetzt bereit. Ich werde nicht bereit, viel dafür zu zahlen. Also nicht heute. Heute nicht. Mag anderen Tagen anders sein. Ich tippe zwar auf den Ledeck, aber ich glaube eher, das wird so ein 20 Euro, 19 Euro. 19 Euro wäre ich bereit. Hätte ich gesagt, für ein. Ich weiß das, glaube ich. Ich glaube, ich habe gar keinen Rauchring in dem Bereich. Aber okay, das war's. 19 Euro. Ich sage trotzdem, dass es der Ladek sein könnte, weil der erinnert mich da am stärksten dran. So, als erstmal die Farbe extrem hell. Und es ist die 63. Die 63 und extrem hell. So. Eieiei. The Six Isles. Isle. Isles. Das ist. Ich weiß gar nicht, ob ihr das seht. Oh, ich anders herum. Hier die schwarze Dose, die hier ist. Schottland Blended Malt. 43% rauchig, aromatisch mit Früchten, Jod und leichten Noten der Seen. Geschmack würzig, rauchig, subtile Eiche. Also sehr subtile Eiche. Ausbalanciert, leicht fruchtig im Abgang, maritim. Tja. Der hat einen Whisky Award im Oktober 2017. Und das ist der Grund, warum er in meiner Range war. Also, nein, heute nicht. Und der 30 Euro, nein. Also. Das wäre es nicht gewesen. Das wäre nicht mein Whisky des Monats gewesen. Da kenne ich rauchige Whiskys, die mir wesentlich besser gefallen. Tja, aber das ist meine Meinung, ne? Und ihr könnt ja auch eine andere Meinung haben. Derjenige, der auf einen, ich sag mal, also ein positive Sache muss ich noch sagen. Er ist nicht wie ein Aschenbecher. Also es ist rauchig. Wenn jemand wirklich mal einen rauchigen Whisky haben möchte. Und sagen, ich möchte einen rauchigen Whisky, der aber nicht so schlecht ist. Ich habe ja schließlich gesagt, könnte auch der Ledeck sein. Das ist ja schon eine Hausnummer. Dann kann man den nehmen. Für 30 Euro kriegt man dann einen guten rauchigen Whisky. Nur heute wäre ich nicht bereit dafür, das Geld auszugeben.
Ja gut, das war's dann für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mir einen Daumen hoch hinterlassen. Ich freue mich natürlich, wenn ihr auch meine anderen Videos und meine nachfolgenden Videos euch anschaut. Und ich freue mich nämlich wirklich, wenn ich auch Zuseher habe, denn ich mache es dann nicht nur für mich selbst, sondern auch für euch, ne? Ansonsten freue ich mich auf Kommentare und bis zum nächsten Mal. Tschüss!